Scheiß mit ihr noch mal durch, oder was? Hier vor sich. Das ist ein normales Projekt hier. Alter, ich bin reif für die Klapse. Ui. Was in Gottes Namen ist das? Ich hasse Quicktime-Events. Toll, dafür bin ich hier. Ballsaal. Sowas von Illusion, Halluzination, whatever. Dieser Ort ist seltsam. Was geht hier vor sich? Hallo, ich würde gern weitergehen. Bloß ich komme an diesem blöden Tisch nicht vorbei. Fat-Shaming-Spot. Ah, jetzt. Jetzt gerne das Kopf hier an der Seite noch. Ja, da ist noch was. Alles klar. Ganz ehrlich, ich glaube, den Krempel lese ich mir jetzt nicht mehr durch.
stört nicht, dass es irgendwie relevant ist. Das scheint ja alles ziemlich nicht unbedingt der Wahrheit zu entsprechen. Leuchtturm, hat es was mit der Geschichte zu Beginn zu tun? Scheint es gewesen zu sein. Ich gucke jetzt aber noch mal da hinten. Ist nichts. Komm schon, Fliss, nicht den Kopf verlieren. Sonst nichts mehr? Stimmt was nicht. Ach, wirklich? Sonst nichts. Ist hier noch irgendwas? Noch? Boah, ich sehe nichts. Brad. Hey, Brad. Was machst du? Was ist los? Was zum Teufel? Über alle frische Luft. Das war ein Gas.
Strumpfsack so warm. Jetzt will er jetzt ganz erkennen, wer war. Was? Bist du okay? Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Er ist noch da, dieser Typ. Maximal verwirrt. Boah.
Sehr sicher? Ich glaube... Ja, ich glaube, wir sind hier sicher. Hallo. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Nö. Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Nein. Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen, mit einem Hinweis. Kriegt er mir, wenn's besser lösen? Nein. Kein Hinweis? Vielleicht denken Sie, Sie können das Puzzle mit Ihren eigenen Hinweisen lösen. Viel Glück damit. Danke. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges, dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Tüdelü. Was zum Teufel war da mit dir los? Du bist ausgeflippt, voll heftig. Du wolltest mich töten. Was sagst du? Komm schon. Nein, im Ernst. Das ist lächerlich. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas... was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe... Da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall. Sie waren tot. Doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Das kann doch alles nicht wahr sein. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Was wissen wir denn jetzt sicher? Was ist real? Dass ich keine Quicktime-Events kann. Scheiß auf das Gold, ganz ehrlich. Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff? Das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind nicht die Ersten, die hier komisches Zeug sehen. Es scheint, dass auch die Wachen panische Angst vor etwas hatten, das sie im Frachtraum sahen. In einer Notiz stand, dass viele GIs sich vom Wachdienst drücken wollten, weil sie Schiss vor irgendwas hatten. Was denkt ihr, ist wirklich mit dem Kahn hier passiert? Kein Plan, Mann. Das Jahr auf der Zeitung war 1947. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Oh. Und ich hasse es. Es ist schwer zu sagen, was real ist. Ja, die Crew haben wir ja zum Teil gefunden. Ganz ehrlich, das Gold, wen bockt's? Wir sagen mal nichts. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Wir steuern RX. Ah, ja, stopp. Noch hier dran gucken.
Okay, ist ja schon gut. Wir müssen von diesem Schiff weg. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Sei mal nicht so pessimistisch. Pessimistisch. Hört sich verrückt an, aber habt ihr das Flugzeug abgeschossen, zu dem wir getaucht sind? Möglich. Wäre nützlich ohne die ganzen Lecks. Darauf? Leider nein, aber ich halte meine Augen offen. Verdammt. Da ist der Nächste. Gasmasken. Blablabla. Anweisung, wie man Gasmasken anwendet, benutzt. Ha. Muss eine ziemlich gefährliche Fracht gewesen sein. Könnte auf jeden Fall helfen, bei Sinn zu bleiben, wenn wir nochmal da rein mussten. Weil jedes Mal, wenn diese komischen Halluzinationen aufgetreten sind, war überall dieses grüne Gas. Wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaube, da geht's nach oben. Hilf mir hoch. Ich zieh dich hoch. Okay.
Hier drüben. Hier kommen wir durch. Gerne erstmal mal weiterschauen. Logbuch. Im Logbuch steht was von dem Sturm. Wieder nur die zwei Seiten. Wassereintritt hat man ja gesehen. Damals, als der Blitz eingeschlagen ist. Okay. So, da sind wir reingekommen. Ja, auf. Geht's hier lang? In den Abgrund, alles klar. War doch dieser Junior. Habt ihr das Funkgerät? Nein, aber es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss eins sein. Aber sie macht eine Brücke, also wenn, dann ist es ja wohl hier. Überlebenschancen zurzeit stehen. Oder zumindest in der Nähe. Stimmt was nicht. Wenn man nach San Francisco will, ist diese Route total verrückt. Sieht so aus, als wollten sie sich anschleichen. Ein Versteckspiel. Auf dem Ozean. Das Schiff kam vom Kurs ab, schlechte Sicht, mieses Wetter. Sie verloren die Orientierung. Mann über Bord. Thank you.
Guck mal. Nicht zu fassen. Das Ding funktioniert echt noch. Oh, Funktechnik hat sich in 70 Jahren kaum verändert. Solange Saft da ist. Ich probier's mal. Erwartet uns der fünfte Tag. Ah, es geht doch. Zahlensender. 8, 52, 136, 39, 89. Alles klar. Militärkanal. Fragen wir nach Hilfe. Hey, hey, hört das jemand da draußen? Hallo? Oh, Scheiße! Da ist wer! Wir sind gechillt. Falls uns jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. Unsere Koordinaten sind ungefähr 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Bitte, kommen Sie schnell! Wir sind in Not! Wir sind auf einem alten Frachter. Wir glauben, es ist die Orang Medan. Hallo! Hallo! Hört mich jemand? Bitte kommen! War das gut oder schlecht? Hey! Seht mal hier! Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Ich gehe. Natürlich. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. Hey, kleiner Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Wie klingt Medium, Bro? Was soll denn? Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Bin beeindruckt. Ehrlich. Und was meinst du? Das ist der kleine Bruder. Nein. Ich mach das. Ich verliere dich nicht an dieses Dreckschiff. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein. Oh, du kannst nicht ewig den Beschützer spielen, Großer. Ich schaff das. Glaub mir. Ich bin hier der Captain. Von irgendwas. Und der Captain sagt, ich komme definitiv mit. Okay. Du und ich, Fliss. Großartige Idee.